Ja, wir haben ganz toll. Also ich habe erstmal über mein Mischpult mein Zuckerzeug geschüttet. Das habe ich dann weggewischt. Und ja, dann mussten wir das Mikro ausstecken. Dann hat der Streamer das Mikro nicht mehr erkannt und dann mussten wir alles neu starten. So. Okay. So, was ist das denn? Bungees leben so lange, wie ihr Kummer anhält. Sie lauern in Schränken auf ihre Opfer. Bungees hassen Wärme. Halte dein Haus also immer so schön warm. Vorsichtige Reisende sollten ihre Ohren schützen, wenn sie sich an Orten aufhalten, wo Bungees leben. Diese unheimlichen Kreaturen namens Doppelgänger sind sehr selten. Sie sind schwer zu identifizieren und noch schwerer zu bändigen. Sie widerstehen allem, es sei denn, ihre Maske wird zerbrochen. Bei Begegnung einer solchen Kreatur wird geraten, die Maske zu zerbrechen und ihr einen Spiegel vorzuhalten. Sie kann ihre Hässlichkeit nicht ertragen, oder was? Geht's da noch weiter? Nee. Okay. Der Chris ist jetzt hier so fein und ist gleich fertig mit Essen. Das heißt, ich darf jetzt gleich essen. Doch, Chris. Doch. Und der Chris ist nur rübergekommen, weil er wusste, dass ich ihm keine Scheibe Hähnchen abgebe, sondern ihm nur Kassler drauf mache. Deswegen musste er unbedingt in die Küche marschieren und sich eine These Scheibe masks Hähnchen shouldn't be sichern. here. If we remove them, we can remove the room's enchantment. Ey, das sieht doch fast so aus wie in dem Haus, wo wir ganz am Anfang waren. Auf die Treppe da. Finde die Maskenpaare. Okay. Guck mal, da rechts da hängen so zwei. Das ist eine davon. Die untere ist das, glaube ich, die auf der Treppe liegt. Nein. Oben. Ach, Chris. Die da drunter, wo du gerade weggemacht hast. Rechts, oben, links. Die genau. Und die ist die gleiche wie auf der Treppe. So. Haben die anderen. Und doch, die haben auch Paare. Aber nicht alle. Ah, okay. So, Elfenalarm wurde schon wieder ausgerufen. Ich sehe schon zwei auf den ersten Blick. So. Schatz, du bist jetzt dran, weil ich esse jetzt. Das hört man sonst so laut. Man hört es gar nicht. Das hört man wohl. Jetzt gib mein Ich Kühlakku brauch wieder. mehr Essen. Wie brauchst du mehr Essen? Hast du immer noch Hunger? Nein, ich will nur nicht reden. Hi Timo. So, genau, und dann nehmen das alle. So, dann gucken wir mal eine Rezeption. Was, man hört dich total leise, dass irgendwas. Warum hört man mich so? Ja, guck doch mal. Sprech mal ins Mikro Hallo. rein. Du bist mir einer. So, jetzt geht wieder ins Mikro rein und nix nicht rein. Hört man mich jetzt? Ja. Hey. Holzkleber. Die Treppen, jetzt brauchen wir nur noch Bretter. Siehst du irgendwo Bretter, Schatz? Ja, die Bretter liegen draußen. Wir brauchen irgendwas, um draußen das aufzumachen. Bilderrahmen. Okay. Ah, jetzt haben wir auch das eine Bild draußen.
muss näher ans Mikro gehen. Siehst du das Bild irgendwo? Guck mal, wie leise meine Kurve ist. Ja, Entschuldigung, ich bin halt ein leiser. Ja, dreh dich mal lauter. Bild? Hallo? Hört man mich? Was ist denn hier? Hier muss doch irgendwo dieses doofe... Kann man im Licht reinleuchten? Wo ist das komische Ding hingeflogen? Ah! Gefunden! Ja, das ist auch schön, dass ihr mich hört. Und Pilzko, wie geht's dir? Oben irgendwas noch? Bei höher kommen wir nicht. Schatz, siehst du irgendwas? Fragt die Zuschauer, nicht mich. Seht ihr irgendwas? Weil wir haben immer noch nichts, um diese Bretter aufzubekommen. Und hier lag auch nirgendwo was. Oder? Hört ihr den Chris wirklich leise? Ich habe das echt lauter gedreht. Ihr müsstet den echt laut hören. Eigentlich schon. Aber man sieht ja draußen nichts. Wir haben ja nur das aufgemacht, um dieses Bild zu bekommen. Und hier am Bilderrahmen kann man auch nicht wirklich was machen. Guck nochmal irgendwie nach den Stufen. Ja, die Stufen liegen draußen. Zumindest die Holzbretter. Die sind ja hier, aber irgendwie muss man ja diese Winkel, also die Dinger kaputt machen. Da musst du nach einer Kneifzange suchen oder so. Brechstange wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber ich finde nirgends sowas. Dann guck mal auf deine Karte, Schatz. Oh, die mysteriöse Karte der Kartigkeit. Ja, hier, wo wir sind. Kaputte Treppe, kaputte Treppe. Ja, aber da geht nichts mit dem Fenster. Und die Fächer kann ich nicht öffnen, da fehlen die Schlüssel. Nö, da kann man auch nicht wirklich was machen. Vielleicht mit dem Messer? Und hier kann ich auch nichts mit dem Messer machen. Ah, vielleicht unterm Teppich. Kehren stand da, Schatz. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Bitte nicht mehr so leise, sonst muss ich es noch lauter drehen. Ein Magnet. Okay, da wird wahrscheinlich was im Wasser sein. Was wir Magneten jetzt rausfischen können. Gut, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. wo kann man was mit Magneten machen? Irgendeine Idee? Aus dem Eimer. Bestimmt. Das wäre es ja auch gewesen. In der Kiste kann man auch nicht reingucken. Hier am Fenster ist auch nichts mehr. Da kommt man auch nicht hin. Luftschacht, Luftschacht. Jetzt nur der komische Schrank. Guck mal, da, genau da ist irgendwas. Spinnenweben. Nimm den Besen für die Spinnenweben. Ja.
zweites Bild schon mal, gut. Magnet, Magnet. Was können wir mit Magneten machen? Magnet aus dem Fenster werfen. Welches, was sich in die Schublade gefallen, Schatz? Nicht da. Wo dann? Die du reparieren musst. Da haben wir doch schon geguckt. Nein, die, wo du draufkleben musst. Du meinst die Stufen von der Treppe und nicht keine Schubladen. Nö. Dann nehmen wir die Karte. Soll irgendwas hier noch sein? Schrank. Als wir dann eine Laterne genommen haben. Hm. Weil einem dann das Licht aufgeht, wo was ist. Wahrscheinlich. Kann man da Licht reinmachen? Ich will mal die Laterne dran halten. Hier ist nirgends was. Ja, aber was willst du da wirklich machen? Weil da fehlt ja ein Teil. Der muss irgendwo noch rumliegen, Chris. Ja, aber wo? Weiß nicht, da stand doch, hier kann man was machen. Dann sag mir wo. Überall. Die kommt gerade von meinem Balk her. Wäre vielleicht irgendwas hinter der. Da dahinter, aber da ist ja nirgend sowas. Und das ist das Buch. Hier kann man nicht viel machen, außer den Ofen, der Schrank und das Buch. Ja, vielleicht hast du irgendwas übersehen. Guck mal, da links ist das ein Haken. Kann da vielleicht die Laterne hin? Wo ist ein Haken? Okay. Den Eimer kann man leider nicht anklicken. Das Tagebuch verbrennen. Kann man am Buch irgendwas machen? Außer Seiten umblättern? Nö. Das ist der Ofen. Irgendwas muss es hier sein. Die hat mich gerade so komisch angeguckt. Mit der Klinge, vielleicht im Buch irgendwas? Hm. Welche? Untersuch mal die kaputte Stufe da. Da kann ich nicht, da kann ich nur hoch. Hm. Menika, welches Loch meinst du? Die Stimmenbeben werden nicht mal mehr angezeigt, dass man da was machen kann. Da rechts ist so ein Loch. Ah. Super, Melika, du bist einfach die Beste. So, Moment, ich muss mal gerade mich umsetzen. So, jetzt bin ich wieder dran. Schlüssel. Hey, Schlüssel. Oh je. Wähle einen Schlüssel aus und öffne das entsprechende Fach damit. Ja, zieh. Dat. Gelbes Rechteck, grüne Flagge ist links daneben, Schatz. Genau, das da. Rot und oben links. Das linkeste. Wo
Oder das auf der anderen Seite. Ja, weil es silberner der Schlüssel ist. Richtig. Was haben wir hier? Die sind alle silbern. Da haben wir noch diese Farbe irgendwie, ne? Oder? Lila und rot und gelb. Nächste. Grün, rot, gelb. Sprech ins Mikro. Ja, ich spreche doch ins Mikro. Du sprichst nicht ins Mikro. Ich habe das jetzt extra gedreht. So. Schatz, mach doch auch mal was. Ja, ich mach hier was. Ich lese den Chat. Ja, danke. So. Hoch. Rechts. So. Wohin? Ja, halt ein bisschen schneller. Jetzt ist ja auch nicht mehr viel. Und links noch ein paar Schlüssel. Geschafft. Da, 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 da. Oh, das ist B. Sind dir wichtige Namen untergekommen? Guck mal in das Buch, in das Notizbuch von dem Mann, wie der hieß. Diana und... Sieht aus wie ein E und ein Y am Ende, oder? Was? Gregory. Gregory? Okay. Ja, Gregory. Da gibt's kein G. Gibt's da doch ein G? Oh Gott. Ich muss einfach nur draufdrücken. Also ein Y war am Ende und ein E davor, das habe ich gesehen. Ja. Ah. Gibt es kein Y am Ende? Nein. Dann ist vielleicht der falsche Name. Diana passt nicht rein, oder? Diana, doch. Gott. Der andere war viel zu lang. So. Was ist dieses Drehen doof, ey? Am meisten, du drehst die Blume und dann unten dreht sich hier das irgendwie, keine Ahnung, hier im Boden drinne. Da war es. Hey, da ist unsere Heckenschere. Die guckt aber komisch. Und die Killerpuppen. Tonbandgerät. Ja, ab damit. Schneid die Stufen. Und Bretter reparieren. Ich würde da nicht drauf rumlaufen, wenn ich die mit Kleber festklebe. Du? Das müsste schon der Kleber aus Welt der Wunder sein. Der auch 20 Tonnen LKWs zusammenklebt. Also beziehungsweise zwei Teile und da wurde ein 20 Tonnen LKW drangehangen oder sowas. Dass man nicht einfach da auf diesen Stufen drauf treten kann an der Seite, als ob das so viel ausmacht. So, die sehen ja auch so richtig passend aus, ne? Mhm. Die werden einfach nur draufgeschmissen. Ja, vielleicht müssen wir jetzt noch Farbe holen und die abschleifen und so. Genau. Aua. Ach, knack. Jetzt brauchen wir schon wieder Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Geh auf mein Licht, geh auf mein Licht. Nur meine Kerzen nicht. Das hat schon gereicht, um Helligkeit zu machen. Feenalarm, Feenalarm. Ich habe schon zwei gesehen. Das ist ein Vorhang, da können wir hingehen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Feen finden hier. Feen, links Alarm. Hinten an der Tür. Bitte ich. Wo noch? Wo noch? Irgendwo ist noch eine. Vielleicht sogar noch eine zweite. Genau.
Was war das für eine Argumentation? Vielleicht noch eine zweite. Ich dachte, du weißt, dass da eine zweite ist. Ja, vielleicht noch eine zweite. Also vielleicht eine noch dritte. Eine dritte wohl eher. Ja, die eine hatten wir ja schon. 10 bis 3 ist auch schwer, ne? Boah, guck mal, was du da für einen hässlichen Ton gemacht hast. Du bist so lustig. Ja, da fehlt noch ein Bild, deswegen geht es da noch nicht weiter. Vielleicht haben wir die Gruselstunde, ob der Schatten dann erscheint. These earmuffs will protect us from the Banshee's wail. Ja, das ist wie die Alraunen in Harry Potter, wenn die da aus der Erde gezogen sind. Wenn die Alraunen noch klein sind, wirst du ohnmächtig. Also wenn die Banshee noch klein ist, wirst du ohnmächtig. Und ansonsten sterbst du. Das heißt, wir müssen uns gleich die Ohrenschützer richtig aufsetzen, damit wir nicht dort umfallen. Wahrscheinlich. Was ist das denn? Wir? Waren hier so glücklich. Da ist was. Setz dich ja hin. Was? Guck doch, er ist gegangen. Guck doch, wie glücklich sie ist. Ja, sie heult. Drück mal da drauf. Okay, dann geh erstmal in den dunklen Raum, oder warst du da schon drin? In welchem dunklen Raum? Achso, da wo du die Vorhang weggemacht hast. Ja, guck mal hier mal. Nee, das hat die Tür geöffnet, Schatz. Also, ach, guck mal, wie süß, die hat unten jetzt die Ohrenschütze auf den Ohren. Da wird geschrieben Elfenalarm. Okay, machen wir erstmal Elfenalarm. Elfenalarm ist wichtiger. Elfenalarm! Elfenalarm! Links hinten an der Tür, eine auf dem Regal. Auf dem Regal. Im Schrank. Neben dem Schrank, ja. Aber in dem Bit vorher war wohl auch noch einer. Da haben wir schon. Haben wir die mit dem Regal? Ja. So. Und da ist keine mehr. Ich sehe keine mehr. So. Da ist jemand. Oh Gott. Geh erstmal. Mach erstmal. Na, jetzt hallo! Jetzt geh erstmal. Mach erstmal das Wimmelbild. Mit dem Messer da reinstechen. Ja, so gehört sich. Okay, wir lösen die anderen Sachen, ihr macht die weißen Sachen. Mitternacht, dann musst du die Uhr wahrscheinlich... Oh, Chris, du musst die Uhr wahrscheinlich stellen. Stell die mal auf Mitternacht. Da, Geisterzeit, jetzt klick drauf. Schlüssel, Rose. Hör auf zu lachen. Wir suchen eine Rose. Da ist die Rose. Und das Parfum? Rechts ist Parfum. Und das Löffel. Der Löffel. So, jetzt noch ein Schlüssel. Da ist irgendwas drin. Haben wir irgendwas, mit dem wir da rumwühlen können? Guck mal, da ist so eine Klinge, da links. Das ist so ein feines Messer. Ah. Ja. Massenmörder-Chris. Bademantel oben am Bett. Yay. Ja, und Naruto, wir hatten mal so eine Regel, dass jeder nur eins raten darf. Und es sind momentan nur ganz wenige Dinge zu raten. Also warte ich jetzt darauf, dass die anderen noch was schreien. Aber ich glaube, die Lampe, die ist nicht zu übersehen. Ja, aber ich finde es nicht fair, wenn du alle Sachen schreibst. Also, aber guck, Manu hat es schon gesagt. Ja. Gemälde hinten auf Schrank. Zeitungen, alte Notizbücher. Tschüss, Anna. Gute Nacht, schlaf schön. Jo, gute Nacht. Zeitung und alte Notizbücher. Melika, wir können auch übrigens dieses Wochenende dann zusammen aufnehmen. Ich muss ja da nicht so viel. Ich kann ja auch mehr reden als was anderes. Außerdem kann ich es von meinem PC aus. Der Chris klopft schon so zu mir rüber. Mein dieser PC, mein Schatz. Nein, mein Schatz. So. Also, wann kannst du, Melika? Das geht auf die Stimme. Ja, das geht auf die Stimme. Aber trotzdem. Mein Schatz. Ist gut. So. Wir gucken gerade Herr der Ringe. Aua, aua, das tut weh. Ja, du bist mein Schatz. Ja. Notizbücher neben dem Schraubenschlüssel.
Wir können Feuer machen. Feuer machen, Feuer machen. Du kannst immer, okay. Weil ich hab dich letztens angeschrieben und da hast du dann gar nicht drauf reagiert und dann war es dann auch wieder zu spät. Ja, rein damit. Cool. Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt wird's warm. Dann kommt die Benji aus dem Schrank, weil sie zu warm wird. Ich wollte mit dem Messer reinstechen. You fools, suffer my pain. Nee, danke. Ein Klagegeist. Ja, schrecklich, das Viech. Messer. Na, jetzt hör aber auf. Tonbandgerät. Was geht jetzt ab? Verschiebe die Regler, um die Frequenz zu ändern. Die Anleitung zeigt die richtige Frequenz an. Hä? Also erstmal verschieben, bis es richtig ist. Blau plus grün gleich rot. Das bedeutet blau und grün. Ach so, die musst du kombinieren, du musst einfach nur die ganz oben. Nein, oder? Was ist das denn? Blau plus grün gleich rot. Ja, okay, doch richtig, Schatz. Hey, doch, ganz oben. Nee, guck mal, es sind aber zwei Knöpfe. Aber rot ist doch blau plus grün. Das würde sich ja jetzt gar nicht richtig addieren. Das ist weg. Und ich muss eins runter, weil es rot ist. Ja, okay. Dann hier ist das richtig. Das gleiche, ist richtig. Dann. Das muss runter. Das muss ganz runter. Nee. Doch, doch. Doch. Dann so, und jetzt muss es eins hoch. Das muss. Hoch. Eins hoch. So. Das da muss. Ist richtig. Ist richtig. Ist richtig. Und das muss, Hä? Oh Gott, was machen wir denn damit? Ja, das muss eigentlich so sein. Ja, es ist richtig, aber was machen wir mit dem Knopf da? Da ist der grüne total falsch. Machen wir es einfach so erstmal. Heißt gelb fast richtig? Der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig, der ist fast richtig wahrscheinlich. Ist der jetzt richtig? Hä? Okay, also der zweite ist auf jeden Fall auch nicht richtig, Schatz. Der zweite. Ja. Das da. Nö, guck, der leuchtet nicht. Oder vielleicht ist Leuchten ist falsch. Ganz wahrscheinlich Leuchten ist falsch. Ja. Und dann zieh ihn mal runter, bis vielleicht nur der obere leuchtet. Warte mal, so. Ja, der ist falsch. Die anderen, sie waren richtig. Jetzt nimm mal den ersten, zieh ihn nach unten. Ja. Der oberste muss nur leuchten, nur der eine Knopf. Vielleicht dazwischen. Kannst du den dazwischen hinstellen? Nicht auf den Knopf, sondern dazwischen. Chris, der oberste muss leuchten. Nein, kann ich nicht. Ich kann ja das oder das. Hm. Ja, weil so hört sich aber besser an. Genauso klang das. Tonbearbeitung. Ich bin dann weg. Ja, war backen und als ich kam, war es zu spät. Ah, okay. Okay, ja, weil die Banshee ja nur eine verzauberte Frau ist und durch Tonbandgeräte können wir ihre Stimme so ändern, damit wir sie verstehen. So, dann ist das richtig. Ja, drück einfach drauf und guck, was nicht richtig ist. Das. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ja, zieh's irgendwo anders hin. Ja, dahin zum Beispiel oder dahin oder da ganz oben. Jetzt ist es richtig, aber das ist noch nicht richtig. Das ist das da. Ja. Muss da 0 sein? Ja, drück. Und das da sein. Müsste eigentlich jetzt passen. Ne, der eine ist noch falsch. Der da. Nein, mal eins drunter. Ausprobieren.
Noch eins runter und dann haben wir es. Ja. Das waren Minusaufgaben, deswegen waren wir zu blöd dafür. Wir haben zu schwer My grief gedacht, mal wieder. No limits. Get ready for a second round. Yeah! Second round! Roundabout, we are going roundabout again! So, jetzt zurück! Guck mich nicht so doof an! Jetzt mach! Junge, drück! Ja, fordere sie heraus. Wieder mit der Klinge zur. Ah, oh, jetzt hör mal auf. Tagebuch. Oh, das Tagebuch. What? What's this? A journal from him. He was happy with me. But why did he leave? Weil er sich verirrt hat bei den Elfen. Ja, mach das, bevor er so angry, wird. So full of grief that I started to turn into a monster. Hat er selber rumgeschrieben. So schnell werde ich nicht zur Bunny. Dafür haben wir uns viel zu lieb, oder? So. Manchmal bist du aber schon ein ganz schöner Klagegeist. Ich bin ganz lieb. Ganz lieb. So, jetzt drück endlich. Ihr wisst ja, nicht, manchmal ist man ein Teufel, manchmal ist man ein Engel. Genau. Aber meistens ist es ein Bengel. Na? Mischung aus beiden. Thank you. I can finally be at peace. Kugel. Guck mal, das der Bungee. Hey, ist ein eins von den Artefakten. Pack's rein. A real Banshee's wail contained in that magic ball. The force of such despair will be too much for the Shade to resist. Drück bitte, Chris. You saw my reflection. Terrified over a masked shadow? How? I've been here all this time. The Shade must be trying to confuse you. Wie war das? Wir haben eben eine Warnung bekommen, dass der Schatten jegliche Form annehmen kann. Also es kann sein, dass sie gar nicht die echte ist, sondern der Schatten. Denk nicht so weit voraus. Ey Mann, ich hab ein Hirn und das funktioniert halt. Nein. So Leute, der Chris möchte jetzt ins Bett und wir haben jetzt auch eine Stunde länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Und ich hoffe, es ist dann okay, wenn wir jetzt Schluss machen. Oder der Chris hält nicht mehr aus, oder? Hört ihr es? Hört ihr es? Morgen ist auch noch ein Tag. Und ach morgen so. Wird er wieder gestreamt. Ja, morgen gibt's Digimon. Leider. Wie leider? Was daran? Okay, ich hoffe, es hat euch doch gefallen, auch wenn wir total verpennt haben. Ja. Jetzt hör mal auf. Speicher mal oder so. Speichern muss man nicht bei denen, ne? So, okay. Hier muss man nicht speichern. Du simulierst, wird hier gerade gesagt. Du bist gar nicht müde. Genau, gleich zocke ich noch Daisy. Was? Das ist nicht dein Ernst, was? Oder? Und wenn du jetzt noch Daisy spielst, dann wird weiter gestreamt. Oh. Dann hole ich die Peitsche raus. Habt ihr das gehört? Ja, willst du jetzt noch ein bisschen oder nein? Der Chris wird ins Bett. Okay. Dann sagen wir mal bis morgen. Morgen gibt's dann Digimon. Also holt alle eure Digimons raus, seid am Start. Und wir sehen uns dann morgen. Gute Nacht. Genau, jetzt kommt gleich die SM-Action. Jetzt hört aber auf. Ich hasse SM. Das ist pfui. Also dann. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht.